So. Food Poisoning? War das eben schon da? Oh nein, waren die Dinger noch rot, die ich gegessen habe? War die noch nicht fertig? Oh, Mist, ich habe was runtergenommen. Oh, ich glaube, ich habe das Fleisch roh gegessen. Oh, oh nein. Oh nein, dann fahre ich heute mit flammendem Hintern fahren wir heute zur Mine. Oh, mein Arsch brennt. Oh, das ist aber nicht gut. Na gut, wir safen mal. Ich fahre trotzdem zur Mine, ist mir egal. So. Flatus Verata Nectu. Oh. Ich wollte gerade da hinten lang fahren, aber das ist ja falsch. Wir müssen ja hier lang. So. Oh, mein Bauch. Guck mal, ich kann mich gar nicht aufs Fahren konzentrieren gerade. Oh. Wenn du nur spürst, wie mein Arsch brennt. So, Schubrakete Richtung Mine. Ja, mal wieder ganz sanft hier hochjuckeln. Ah, ist das schön hier. Boah, ich hoffe, wegen der Scheiße geht das auch noch nicht kaputt, ne? Das ist halt, dieser Roadblock ist halt einfach reine Schikane, mehr ist es halt nicht. Ich versuche hier vorsichtig zu driven, aber es ist gar nicht mal so leicht. Ah ne, wir sind hier schon richtig, okay. Wollte gerade noch sagen, ich dachte, das Haus gehört noch zum Banditencamp, aber tut's ja gar nicht. So. Wenn wir jedes Mal die Banditen umlatzen würden, wenn ich da durch muss. Uncool. So, hier gibt's übrigens noch zwei Wölfe, ne? Falls wir unseren Lebensmittelvorrat mal irgendwann wieder auffrischen wollen auf der Rückfahrt. Die gehen mir schon lange auf den Sack hier. So, das war hier, ne? Genau, da geht's raus. Jetzt, wo man es weiß, ist es auch einfacher. Da sieht man es auch besser. So, dann gehe ich da an dieser komischen Höhle vorbei, an dieser schäbigen. Die Höhle der Schäbigen. Das heißt die Höhle der Ewigen. So, warte. Da vorne ist die Höhle. Die sieht man von hier halt auch nicht, ne? Jetzt, wo man es weiß, sieht man es vielleicht hier links. Aber gut, ich hab mich natürlich aufs Fahren fokussiert. Ihr habt die vielleicht viel eher gesehen als ich, aber ich gucke natürlich woanders hin. Ich habe gerade hier in der Gegend keine Zeit, links und rechts zu gucken und Sightseeing zu machen. Einer muss ja hier fahren. Und ihr sitzt immer hinten. Papa, sind wir bald da? So. Ja, Kinder, das wird ein ganz toller Ausflug. Und ich habe Food Poisoning. Wenn es im Auto stinkt, dann macht das Fenster auf. Spätestens, wenn die Fenster beschlagen und die Kinder gegen die Scheiben patschen wie Leonardo DiCaprio und Titanic. So, da sind wir. Prima. Hat ihr was respawned? Natürlich nicht. Die Koffer müssten leer sein, ne? Da ist der Sulfur drin, das war's. Genau, und was zu essen, weil, ja gut, wir hätten vielleicht zu Hause was essen sollen. Wenn ich jetzt was esse, hat das Auswirkungen auf Food Poisoning? Nee, ne? Nee, sieht nicht so aus. Aber viel zurückkriegen wir da auch nicht. Ja, ist egal. Ich geh erstmal rein und dann gucken wir mal. So, Safe Game. Wir haben die Hühnertüren, die ersten ja schon aufgebaut. Ich weiß nur nicht, ob der Zombie jetzt strategisch günstig da steht. Und diese Erddinger hier, warte mal. Wenn ich jetzt die Spitzhacke statt... Die Axt brauchen wir hier drin wahrscheinlich eher nicht. Das geht gar nicht auf diese Erdhaufen hier, ne? Das war nur meine Hoffnung. Natürlich nicht. Okay, die Spitzhacke geht nach wie vor. Ja, sehr gut, der steht dahinter. Ja, wunderbar. Und wir können hier ganz entspannt rüber. Jetzt kommt er durch, ne? Ja. Oh, der ist jetzt aber sehr ungehalten.
Ja, wollte das mal testen, ne? Also der kann schon durch. Wie gesagt, wir brauchen eigentlich drei Hühnertüren, weil dieser Haufen hier einfach gar nicht existiert. Das ist nur so ein Sprite. Ja. Lass doch mal Salz fallen, Mann. Ah, immer mal zwischendurch. Ah ne, es ist keine gute Idee, hier zu speichern. Oh, da habe ich vergessen. Ich darf jetzt nicht sterben. Okay, Stamina aufbauen. Ich glaube, hier müsste noch einer sein, aber ich brauche Stamina. Ich glaube, die respawnen auch nicht, solange ich noch hier bin. Aber es war früher so, da gab es einen Abschnitt zum... Ja, ich bin wieder hier ohne Molotow. Ich hätte den Molotow vielleicht vorher bauen sollen, das habe ich vergessen gerade. Gebe ich zu. Muss mal gucken, wie man den macht. Kann man den auf Tash machen? Nee, ne? Also nur aus Neugier, aber ich glaube, es geht nicht. Nee. Nee. Hätte ja sein können. Das hier geht. Aber dafür brauchen wir, glaube ich, so einen... Hier, so einen Mortar. Dogtag Chicken Feed. 3 Korn, 10 Blätter. Oh, doch, Molotow, alles klar. Dafür brauchen wir die Dinger. Eine leere Flasche davon. 3 Tuch. Ah. Okay, können wir sogar zu Hause schon mit hausüblichen Mitteln können wir das machen. Okay. So, Stamina haben wir ein bisschen. Aber eigentlich will ich nur hier unten was kloppen gehen. Bitte Salz. Hab doch mal Salz dabei. Jetzt hat er Zucker dabei. Arschloch. Das ist doch Absicht. Reines Mobbing. Also. Kostet leider auch massiv Stamina. So, Zink. Ja. Hurra. Wir haben Zink. Das ist toll. Kann ich mir das vielleicht vorher angucken, was ich da abbaue? Weil Zink. So. So. Ja, das sieht besser aus. 3, 4, 5, 6. 6 Iron Ore. Prima, prima, prima. Ich glaube, wir haben übrigens auch 7 reingeschmissen, aber die Schmelzer mal 3 verbraten. Die hätte ich mir sparen sollen, ne? Ich glaube, es sind immer 4er Dinger, die einen Barren geben. Ich muss das mal ausloten ein bisschen. So, das sieht aus wie Kopper. Flup, flup. Yo, Kopperohre. Ich nehme eh alles mit, weil wir gar nichts haben. So, wir sind soweit aber schon mal ein bisschen einsatzbereit. Hätte ich jetzt den Molly nicht vergessen. Also da kloppe ich nicht mit Maske drauf, ne? Ich muss wieder zurückfahren. Wir brauchen einen Molly. Und das heißt, ich muss aber die Zombies hier nochmal wegschnetzeln. Ah, naja. Was willst du machen? Theoretisch kann ich die auch, also mit 4 Patronen, wenn ich 4 Headshots hinkriege. Aber dafür sind mir die Gitter noch zu unsicher hier. Wie gesagt, 3 Gitter werden da wahrscheinlich ratsamer. Gut, aber wir haben die Spitzhacke, ich wollte sie ausprobieren. Das hat geklappt. Wäre ich schlau gewesen, hätte ich direkt einen Molly mitgenommen, aber ich war ungeduldig. Ich wollte es unbedingt probieren und es hat funktioniert. Das ist ja schon mal viel wert. Was ist denn das? Ach, Kopperohr. Ach so, klar. Nee, das ist nichts. Kriegt man hier eigentlich Steine, wenn man die kaputt schlägt? Nee, ne? Ich glaube, das war nie so. Bei Miss Survival zumindest. Andere Games, ja. Okay, so, wir driven. Und wieder zurück. Das nächste Mal, wenn wir herkommen, und das wird nicht mal so lange dauern, dann bringe ich Molly mit. Wir haben bereits 1 Liter Benzin verloren. Okay. Langsam merkt man es also doch. So, wir haben unsere ersten Rohstöffchen. Das ist ja schon mal was. Immerhin. So. Blub, blub, blub.
Blub, blub, blub. Ich finde die Anzeigen bei dem Auto übrigens unten sehr gut. Die Geschwindigkeitsanzeige, da weiß ich immer genau, wie schnell ich bin. Sehr schön alles. Sehr, sehr schön. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Wölfe mitnehmen sollen, aber bei uns draußen die Dinger hängen ja voll. Wir machen das mal irgendwann. Dann snacken wir die auf dem Weg und ich glaube, die respawnen auch. Das heißt, immer wenn wir zur Mine fahren, können wir theoretisch auch zwei Wölfchen mitnehmen. So. Die einzige Scheiße ist nur der Roadblock immer. Ich wünschte, es gäbe eine Umgehungsstraße oder so. Hier ist das Haus. Beim Haus gibt es noch eine Straße, ne? Ja, 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 genau. Beim Haus gibt es noch eine Straße. Hinterm Haus. Aber da kommen wir nicht hin, weil da über Zäune sind. Huh. Ich überlege gerade wieder zu viel. So, warte. Dann erstmal wieder ganz... ganz sanft durch die Butnik. So. Win, 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 win. Win, win, win. So. Ich hoffe nur, da geht nichts kaputt beim Auto. Nicht, dass wir die ganze Zeit irgendwie eine Zündkerze oder eine Batterie oder irgendwas schrotten. Oder schlimmer noch, den Motor. Dann würde ich koten. So, jetzt hier wieder rein. Jetzt habe ich die richtige Straße genommen. So, da muss ich den Umweg nicht fahren. Prima, da oben in unserer Waldhütte. Japs. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Einfach mal ganz kurz. Ich war kurz eine Runde schwimmen, das soll deinen Körper trainieren. Gut, da sind wir nun. Mein Food Poisoning scheint nicht besser zu werden. Ich weiß nicht genau warum. Dabei tue ich doch schon alles. So. Vielleicht mache ich mal das hier weg. Wie sieht's denn aus? Wir haben, achso, wir haben 5 Zink, 6 Iron. Wir bräuchten eigentlich hier einen Schrank, aber Problem ist, solange wir die Zäune nicht haben, werden die Zombies alles wegräumen. Der Stall schwebt ja. Also die Garage schwebt ja. Die Zombies werden Schränke angreifen. Also die greifen zumindest Schränke an. Deswegen möchte ich ungern, dass wir das so machen. Ich wünschte, ich könnte mit der rechten Maustaste jetzt einen droppen. Und müsste jetzt nicht irgendwie Split Half machen und dann Split One. Und dann so. Jo. Ja, so wäre es gewesen. Okay. Ich bleibe erstmal bei dem Ohre. Wir werden dann später noch einschmelzen. Wir sammeln erstmal Ohre. Ich mache uns mal vielleicht ein paar Mollys, damit wir in Zukunft auch ein paar... nun ja, ein paar Herzen brechen können. You know. Und ich könnte... hier müsste ich einen Schrank hinmachen für Dingens. Aber ich brauche die beiden Dinger für Hühnertüren. Und wir brauchten die Spitzhacke, haben wir. Wir haben Eisen. Wie viel kostet uns das hier? Wie viele Dinger? 2 Low Quality Metal Ingot. Warte. Wo habe ich die reingeballert? Das war Normal Quality, ne? Ich habe mir eine Spitzhacke draus gebaut. Okay. Das sollten wir vielleicht erstmal machen. So, 6. Hier, bup. Mach doch mal so. Okay, weißt du was? Ich mach mal direkt so. Das machen wir mal direkt. So. Einmal mal einschmelzen, rein da. Dauert 30 Minuten und dann hier auch nochmal 30 Minuten. Mach ich mal so. Meld, meld, bup. Dann haben wir einen Reparaturtisch, dann haben wir den Hammer, dann haben wir wieder neue Components und Scraps und dann können wir endlich wieder ein paar Schränke bauen und so. Und vielleicht auch die Zäune hier überall.
Ich müsste im Grunde genommen mal ein bisschen Tankstellen abklappern und die Autos da auseinandernehmen, ne? Wie oft war das draufschlagen? 7 oder 8 Mal? Hab ich schon wieder vergessen. Guck mal, solange es da einschmilzt, gucke ich nochmal schnell bei dem da. Die Batterie hat nicht respawned, ne? Das wäre natürlich toll, wenn man sich immer wieder Batterien holen könnte, aber ich glaube nicht, dass es geht. So, Enter. Nee, okay. Da ist doch sonst nichts drin. So, ein Lashing. Ein Lashing, das man nicht nehmen kann, cool. Das ist aber schön hier. Das gefällt mir. Hä? Und das kann ich auch nicht nehmen? Warum liegt das dann da? Hä? Ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Das habe ich mich letztes Mal bestimmt auch schon gefragt, ne? So. Zombies drin? Nö. Gar nichts drin. Gar nichts drin? Gar nichts drin. Okay, die Maske verliert viel zu schnell an Wert. Enter. Hier ist auch nichts drin. Maske schon fast down. Filterwechsel können wir zum Glück machen. Okay. Das war's. Die Flasche können wir jetzt mitnehmen, weil jetzt hat die auch einen Sinn. Und einen Reifen kriegen wir auch noch. Das ist natürlich fantastisch. Und ein Lashing. Yeah. Geil. Ja, lohnt sich nicht mehr wirklich. Okay. Schade, hat nicht respawned. Was ist das hier? Hier fliegt eine Werbebotschaft, die wurde in die Luft geschraubt. Das ist eine sehr dichte Luft hier. In der Stadt. Man merkt es ja auch immer wieder. Okay. Dann. Ding, 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 ding. Hallo, vielen. Achso, das schmilzt noch. Ja, Mann, wie lange dauert das noch? 12 Minuten. Ach, Mann. Too much weight? Achso, wegen Reifen wahrscheinlich, ne? Okay. So, der muss erstmal reifen. Dann haben wir noch ein paar von denen. Die kommen hier rein. Die Dinger hier weiß ich noch gar nicht. Vielleicht bauen wir davon gleich einen Schrank, wenn wir es können. Eventuell. Halte ich für eine gute Idee. Dann hier waren Patronen drin. Patronen haben wir keine gefunden, ne? Schießpulver war noch drüben. Ach, guck mal, hier ist noch ein Riegel. Die Batterien hier, die kann eigentlich rüber zu den Batterien. Das hier müsste ich rübernehmen, aber da habe ich ein bisschen Angst vor. Hier war noch ein Schrank mit Batterien da. Wupp, wupp, geht natürlich nicht, weil Stacken ist hier unerwünscht, Leute. Passt das? Ja, okay, naja. Auch da ist Stack wieder unerwünscht. Die Lashings passen sehr gut hier rein. Nein, hier rein. Die kann man auch stacken, sehr gut. Zucker und Tabletten. Der Apothekerschrank war der hier, ne? Wupp. Und dann haben wir noch Zucker, der kommt rüber. Und Flaschen. Stoffe haben wir da auch noch. Diese verdammten Stoffe. Die bringen mich nochmal irgendwann im Verstand. Für Mollys. Für Mollys. Warte mal, das sind die 100% Dinger. Weißt du was? Die nehme ich nicht. Weil die kann man schön stacken. Ich nehme erstmal das hier und das hier. Für Mollys. Dann Stoff brauchen wir ja auch. Die sind alle gut. Flaschen, Zucker. Und einmal noch den hier. Mal gucken, ob das hilft. Nee, ne? Also gegen Hunger ja, aber wie lange das Food Poisoning Self-Healing ist, weiß ich nicht. Okay. Dann jetzt. Alles ein bisschen durcheinander gerade, ich weiß, aber trotzdem, ich bin ein bisschen spitz drauf. Also, Entschuldigung, das geht ja jetzt. So. Zum Glück brauchen wir dafür keine Kohle. Dann einmal zumachen und wir basteln jetzt das Scheißding hier zu Ende. Oh. Ja. Interact. Place item to see cost. Das macht mir jetzt schon wieder Angst. Diesen Hammer würde ich gerne reparieren. Oh, 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 oh. Was?
Was? Willst du mich verarschen? Was für ein Crime. Das ist aber ganz ehrlich, wie da, oh Gott, da muss man auch grinden ohne Ende. Ich meine, gut, das bringt auch was, ne? Klar, ich meine, der Hammer ist super, aber da muss man auch grinden ohne Ende. Wir kriegen pro Note von Iron, kriegen wir 6 bis 7 Iron Ore. Und das ist halt ein Barren. Oder 1,5 vielleicht maximal. Und oh. Was? Dein fucking Ernst? Ich meine, gut, da werde ich Klebebänder los, das ist okay, damit kann ich leben, aber die sind halt auch nicht, die findet man auch nicht so oft. Wir müssen auch nicht so oft reparieren, ne? Keine Frage, aber das hier geht auch noch. Aber Alter. Ich bin voller Glück. Ich bin aber voller Glück. Ich mach mal Mollys. So, ganz kurz, was brauchen wir mal? Es ist doch alles scheiße. So, jetzt brauche ich eigentlich nur noch Alk und leere Flaschen. 3 Mollys, ob die reichen? Wie viel Zeug haben wir denn noch von dem anderen Zeug? Wo ist denn hier? Wo ist ein Waschmittel? Da. 1, 2, 3. So, ich mach mal so. 99,1, ach so, so, wupp, 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 so, leere Flaschen und Alk haben wir drüben. Und ich kann die Dinger aus der hohlen Hand craften, ne? Da kommen wir zumindest in der Mine weiter. Ich weiß noch nicht genau, wie viel, also wenn das Herz weg ist, dann ist ja auch der Gestank weg, hoffe ich. Ich weiß noch nicht genau, wie viel Iron Ore wir da rausziehen oder generell, wie viel Stuff wir da rausziehen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, mal gucken. Ich speichere mal. Dann stelle ich mich hier hin. Huch. Achso, ja, speichere ich mal. Dann stelle ich mich hier hin und mache mal ein paar Mollys einfach. Achso, wir brauchen noch die leeren Flaschen. Da. 2. Die sind alle auf 100%. Okay, 2. Ja, ich mache mal so. Gut. Let's go. 60 Minuten. 6 Stück mache ich jetzt. Ich hoffe, die kann man stacken. Oh, es ist Nebel. Warte kurz. 6 Mollys haben wir, das ist gut. Hallo? Was sagt der Speer? 5,3%. Das sind nicht viele Prozent. Also warte, ich muss den wieder wegstecken. So. Den tausche ich mal kurz gegen einen niegelnagelneuen Speer. Und den alten Speer, ich brauche mal einen Mülleimer oder so. Da sind sie ja, mein Herr. Oh. Bitte bleiben sie doch. Aber am Boden liegen. Eine Kartoffel, willst du mich verarschen? Kann ich daraus Kartoffelstärke machen und dann mache ich mit Stoff ein Klebeband? Das wäre toll, wenn das gehen würde. So, hallo. Was sagt unsere Gesundheit eigentlich? Die ist nicht so gut, weil wir die ganze Zeit immer noch die Scheißerei haben, ne? Wir müssen also ein bisschen aufpassen. Die Scheißerei. Ich hab kein Messer mit, ne? Oh, 2 leere Flaschen, da haben wir sie wieder. Kommt der Kollege. Shit. Kein Stamina. Oh! Jetzt kann ich auch nicht rennen. Oh, willst du mich verarschen? Stamina ist genau jetzt leer gegangen. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe nur unten links gesehen, wie der Balken kürzer wurde und dachte so, oh fuck. Ja. Ich habe mich beim Zuschlagen leider, also beim Rumdrehen hat er genau wieder exakt Stamina gehabt. Wir brauchen diese scheiß Hühnerzäune.
Das kann doch nicht sein, dass ich in einem Nebel sterbe. Das ist doch einfach lächerlich. Ja, wir brauchen die Hühnerzäune. Die neue Map hat uns viel Zeit gekostet. So, bitte hab nicht gespawnt neben mir oder so. Diese Ladevorgänge sind beängstigend. Diese Ladevorgänge sind wirklich beängstigend, dass der Map erst aufbaut, wenn man da ist. Das ist nicht so cool. So, ah, hier ist niemand, ne? Tja, doof. Ich frage mich, wenn er ein Zombie ist, ne? Und ich speichere vor dem und bringe den so oft um. Also gibt es die Möglichkeit, den so oft umzubringen, dass der bei einem Mal dann Salz droppt? Dass man so Salz farmen kann, auf eine ganz perfide Art und Weise? Schon ein bisschen assi, aber... Wenn es halt geht, oh. Sag mal. Du willst mich verarschen, ne? Du willst mich doch verarschen. Der schlägt dir in die Luft. Das kommt doch, wenn man die Scheiße reihe hat. Der sieht vor lauter Dünnschiss, sieht er aber nichts mehr. Da war unser Körper gerade, cool. Der sieht vor lauter Dünnschiss. Was ist denn hier los? Ich bin erschüttert. Hä? Also wir brauchen auf jeden Fall natürlich die Hühnerzäune, wie immer. Aber eigentlich hat es ja auch so gut funktioniert. Und Ausdauer war doch auch... Das ist wirklich beängstigend. Ausdauer ist auch okay gerade. Ich habe sogar damit gerechnet, die beiden umzubringen eigentlich. Ursprünglich. Also nicht Joe Biden, sondern die beiden. Ne, ist ein Unterschied. Müsst ihr ein bisschen aufpassen mal. So, ich versuche mal nicht allzu viel zu rennen. Hallo? Oh, 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 sehr nice. Jetzt muss ich nach Hause. Jetzt muss ich speichern auf dem Bürgersteig. Oh, oh. Oh, Schwein gehabt. Der hat schon wieder nicht geschlagen. Ich krieg die Krise. Okay, ich bleib ganz ruhig. Ich gehe entspannt hier lang. Kann es sein, dass die Ausdauer ein bisschen angeschlagen ist, weil ich die Scheißerei habe? Ich weiß es nicht. Weil ich kann mir vorstellen, dass Diarrhoe halt auch körperlich ihren Tribut fordert, ne? So. Hm. Hier war doch gerade noch einer. Die spawnt. Ach, der, da beim Sportplatz ist mir zu weit weg und da ist Giftgas. Da will ich nicht kämpfen. Außerdem ist es halt sehr weit weg. Ich bleib mal hier in unserer Hood, da wird doch bestimmt mal irgendwo ein geiler Respawn sein. Hier zum Beispiel, guck mal der. Wenn der sich jetzt mal zu mir umdrehen würde, da sind sogar zwei. Ich habe eine Frage. Pass auf, ich mache das gerade extra, ne? Nicht wundern. Oh, ich wusste nicht, dass... Wusste nicht, dass noch einer ist. Ich wollte die anderen anlocken. Das war mein Plan. Shit, 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 shit. Keine Ausdauer mehr. Oh Gott. Das lief ganz gut. Ich komm gleich. Also ein Schlag, wir sind weg, ne? Wollte ich nur sagen. Wir sind gerade ziemlich am Limit. Wenn die... Oh, nice. Wenn die über den Bürgersteig kommen, ist das schon ein bisschen kacke. Hä? Ja, so sollte eigentlich laufen. Puh.
Das Gute an Schüssen ist, also das Schlechte ist, die kosten Munition. Das Gute ist, es kommen noch mehr Zombies. Und das gibt vielleicht noch mehr Salz. Also, ne? Wäre cool, wenn die Munition dabei hätten, aber leider sind die offenbar sehr geizig. Schade. Naja. Was will man da machen? Ja, okay. Stamina sieht nicht gut aus. Ich sag euch, Leute, es ist die Diarrhoe. Sie hat mich erwischt. Und sie ist hochgradig ansteckend. Das heißt, wenn ihr euch in meiner Nähe aufhaltet und kriegt vielleicht einen kleinen Klecks oder Spritzer ab, dann tut mir das natürlich leid. Da unten zwei, ne, sind zwei Stühle.